Also ich mag überhaupt keine Hektik. Ich kann nur konzentriert arbeiten, wenn ich Ruhe und mit Bedacht arbeite. Ich freue mich auf zwei Dinge. Erstens auf den Menschen, der hinter dem Handwerk steckt. Und zweitens auf das Handwerk vom Grundsatz, weil es einfach wichtig ist, auch Menschen kennenzulernen, die mit ihrer Hände noch Qualität liefern können. Es gibt nicht den Masterplan für ein Instrument. Das ist so ein bisschen wie eine Handschrift. Also wie ich schreibe oder wie ich hier zu Werke gehe, so wird das Instrument. Bei einer Trompete oder beim Flügelhorn, total egal, alles ist faszinierend. Jedes Teil, wo man macht, jedes ist ein Unikat. Jedes Teil, was von Hand gemacht wird, ist immer ein bisschen anders, sieht ein bisschen anders aus, aber hat doch seinen eigenen Charme. Ich gehe abends nach Hause und weiß, ich habe was erschaffen. Ich habe ein Instrument gebaut, das mich überlebt. Das wird gespielt. Der Herr Kunz, mittlerweile der Charlie, hat mich aufgenommen wie einen Freund. Ich durfte mit ihm eigentlich wie schon fast ein Kollege den Tag verbringen. Und wir haben uns auch als Freunde verabschiedet. Und er ist ein unwahrscheinlich herzlicher, ehrlicher Mensch. Und den kann ich nur jedem, der es mit Instrumenten zu tun hat, empfehlen. Er ist bestens aufgehoben.